TEC 41853 Ludwigshafen Triest. Sie fahren heute den TEC 41853 Ludwigshafen Triest. Sie stehen gerade in Rosenheimer Bahnhof, rüstet eine Lok auf Planabfahrt und ist um 9.13 Uhr. Solltest du früher abfahrbereit sein, darfst du fahren. Ab Trautstein hast du den Railjet 111 vor dir, es könnte also zu Stop and Go kommen. Es sollte keinerlei Problem sein. Zugdaten: Gesamtzuglänge 650 Meter, Gesamtzuggewicht 1428 Tonnen, PCB Zugart M, Höchstgeschwindigkeit 100, Bremsstellung G, Tab-Taste wird nicht benötigt, sondern viel Spaß und eine gute Fahrt. Schließen Sie das Fenster, um das Szenario zu beginnen. Das machen wir doch. Und damit Servus und grüß euch zu einer weiteren Fahrt hier im Train Simulator 2021. Um 9.11 Uhr geht es hier für uns los. So, das heißt, wir brauchen also jetzt praktisch die Doppeltraktionsaufrüstung unserer 186er. Das heißt, in Lok 2 einmal die Batterie aktivieren. Was ist denn das für eine lustige Meldung? So, Schlüssel wieder raus und mit Shift 7 die Zugwendesteuerung aktivieren. So. Und schauen wir mal, die Systeme müssen sich hier hochfahren. Genau. Dann gehen wir mal in den Führerstand der führenden Lok wieder. Wie es so schön heißt, auch hier müssen wir dann wieder an die Rückwand wandern. Auch hier stecken wir den Batterieschlüssel ein, stellen ihn einmal auf Start. So, die Systeme fahren hoch. Störung. Störung. So, Störung. Führerstand aktivieren. Dann geht's los. Die Lokbremse lösen und die Zugbremse. Umgekehrt. Zugbremse, Lokbremse lösen. Bei Bedienung Bremsstellung G. Stromabnehmer 1. Luftpresse ist noch aus. Den werden wir aber dann gleich brauchen. Schauen wir, Stromabnehmer nach oben. Beide Male Bügel 1 oben. Jawohl, so ist es gut. Dann machen wir meinen Hauptschalter gleich noch ein. Schauen wir mal, kann ich den einschalten? Nein. Der Bremsdruck baut sich ab und auf, oder? Na, tut sich nichts. Was haben wir denn im Hauptluftbehälter oder in der 10 Bar Druck? Na, warte, wenn ich damals noch mehr auf R umschalten muss, sonst dauert das wahrscheinlich zu ewig. Die schalten wir dann danach um. Na gut, dass wir noch genügend Zeit haben bis 9.11 Uhr. Ah! Muss man natürlich den auch noch entsperren, so. Jetzt. Das war's. Das Führerbremsventil muss natürlich auch noch entsperrt werden. Jetzt.
Die Nadeln zittern sich in die passende Position. 0 und 5, damit sollte der Bremstest noch nicht. Morgen noch nicht. Jetzt. Prüfen. Jetzt betriebsbereit. Bremstest läuft. Gut. Bügel ist oben. Hauptschalter ist eingeschaltet. Dann können wir da gleich mal anfangen, die Daten einzugeben. Datenübersicht, wir fahren mal Güterzug. Wir haben eine Zuglänge von 650 Metern, eine Fahrmax von 100. Bremsenlassel stellen wir mal auf 80. Wir fahren mal Klotzbremsen und haben 1428 Tonnen Zuggewicht. Bremstest ist durch. EZB, LZB bestätigen. Mein Zugdateneingabe ETCS einmal übernehmen. Nochmal übernehmen. PZB wachsam betätigen. Noch einmal weiter Zug Nummer 41853. Enter auf Start. Nach vorne AFB einschalten. AFB. So. Zugspitzenlicht und dann einmal nach hinten gehen und die Federspeicherbremse lösen. Ich fitze mal die Bremse noch ein bisschen an wieder. Darf ich nicht wegrollen, leider so. Aber das können wir mit der Lokbremse auch machen, glaube ich, oder? Das stellen wir eh auf der Ebene. Dann soll es für uns losgehen um 9 Uhr und 11 Minuten. Oh, eine Vectron-Saustür durch mit Autotransportern. So. Ich kann man auf 40 hochregeln, oder? Da dürfen wir sogar mit 100 raus. Ich würde mal 40 sagen, wenn wir über die Weiche da drüber sind. Und irgendwas war noch mit dem Railjet, den wir vorbeilassen sollten. Vielleicht mit der Kameraoption ein bisschen weiter nach vorn rutschen. So, das ist ja auch ausreichend, da ist so. Was denn für ein Railjet? Haben wir da irgendwo einen im Blickfeld? Da ist nichts. Der fährt da hinten nach München fleißig raus. Machen wir nochmal den Rundumblick. Vielleicht kommt da hinten noch ein Railjet. Wollen nicht und fahren einfach um 9.11 Uhr los. Da ist keiner mehr. Da steht auch keiner. Auch gut. Fabrik läuft, da die sagen. Boah. Der steht aber mal gut da mit seinem Gespann. Also wir stehen mal gut da mit unserem Gespann, da die sagen. Gut, da ist alles gut. Grün hätte jetzt beinahe gesagt, alles fort und so weiter. Schaut doch gut aus. So, 9.11 Uhr und wir tigern los, das soll ich gleich. Kilonewton, das muss einmal gelangen. Über Wochen 40 Grad. So, ich will mal sagen, fahren wir da mal über die Weiche hinweg. Und dann beschleunigen wir auf die 100 hoch. Oder sollten wir warten, bis wir mit der ganzen Zuglänge über der letzten Weiche, wissen wir, die letzte Weiche im Vorweg? Das ist eine gute Frage. Wenn jetzt da angekündigt ist, ich dürfte jetzt da mit 100 rausfahren,
Fährt man dann da auch schon gleich mit 100 raus oder fährt man jetzt da 40 bis über die erste Weiche hier oder. Gut, wir wollen jetzt auch nochmal nach links fahren, oder? Genau, da vorne werden nochmal Weichen sein. Also ich fahre jetzt einfach mal die letzte Weiche im Fahrweg und dann betätigen wir mal den Zuglängenmesser und wenn wir dann drüber sind, dann geben wir mal Gas. Dann regeln wir die AFB hoch bei 140 kN. Ja gut, glaube ich, so als Anfahrtsschub. So, dann nehmen wir jetzt hier einfach mal den Zuglängenmesser und messen uns unsere 650 Meter ab. Oder lassen abmessen. Jetzt nehmen wir den Wechselblinken auch schon draußen. Schau mal, bei den letzten Fahrten hatte ich immer ein paar Probleme, muss ich ehrlich sagen, mit der 186er. Zugbeeinflussung. Das liegt aber vielleicht auch daran, dass die Lok jetzt auch schon zweimal rauf und dreimal runter gepatcht worden ist, hätte ich beinahe gesagt. Und ich es nicht weiß, ob das Problem jetzt von dem her kommt oder sowas. Also bin mal gespannt, ob das Problem nochmal auftritt. Schon ab und zu mal bei Fahrten, dass mir auf freier Strecke der Hauptschalter rausgeflogen ist. Keine Ahnung, warum diese Störung aufgetreten ist. Das heißt, du kannst so dann einfach weiterrollen. Was mir immer also auffällt, ich glaube, es passiert jetzt irgendwann wieder, wenn man nämlich mehr Leistung aufschaltet oder mehr Strom aus der Oberleitung zieht, sieht man, dass sich die Spannung angezeigte immer verändert. Jetzt haben wir nicht mehr 15 kV, sondern nur 13 kV. Ich habe das aber auch schon probiert, dann mit weniger Leistung zu fahren und es ist trotzdem passiert. Ich habe keine Ahnung warum. Ich ein bisschen weiter oben gehen noch. Maximal haben wir es mit 120 kN, wobei die braucht jetzt im Moment eh nicht. Wieder befreien. Was ist das an dem? Wie gesagt, das kann auch sein durch dieses Hoch- und Runterskripten oder Patchen der Lok, dass da immer ein. Störung. Gerade sage ich es noch. Ich habe allerdings keine Ahnung, warum das passiert. So, da kannst du den Hauptschalter jetzt wieder einmachen, dann ist irgendwo die Traktionssperre drinnen. Muss man jetzt ein bisschen warten, bis die rausgeht. Das kann jetzt passieren, dass es den nächsten Kilometer dreimal wieder passiert und dann fährst du 30 Kilometer ohne Störung. Ich weiß es nicht, an was das liegt. Störung. Also wenn einer das Problem einmal hat oder sowas, ich fahre das Ding jetzt einmal mal weiter, weil das wird irgendwann wieder weg sein. Also sowas bei mir zumindest. Nicht immer, ich verstehe es einfach nicht. Störung. Ach komm. Also wenn der Phil 1996 mit seiner geliebten Trucks oder sowas, dann werde ich denken, ja, ich hab's euch ja immer gesagt.
umschalten. Ich habe keine Ahnung, warum das passiert. Also nicht auf den Dom-Eder Zocker sein liebes Szenario schimpfen oder sowas, das kann jetzt wie gesagt an der durchaus mal, nehmen wir es einmal, aus dem Forum auch schon drinnen gestanden, tot gepatchten 186er liegen. Ich glaube, bei der nächsten Versionsänderung sollte wirklich mal die 1.4 erscheinen, werde ich die Locker mal komplett deinstallieren und werde sie mal neu installieren. Ich brauche bloß die 1.2 ja bei mir noch mal die Repens, die ich dafür testen darf, im Moment noch für die 1.2er. Und die werden erst dann angepasst auf die 1.4, wenn die heraus ist. Ich hoffe, das dauert dann nicht zu lange, dass die Lok dann wirklich einmal wieder sauber läuft. Also ich vermute es jetzt einmal, dass das daran liegt. Oder die 186er Mod einfach die RSSL-Ausstrecke nicht oder sowas. Ja, aber zumindest sind wir schon bei 80. Witzig. Schauen wir mal, mit wie viel Störung. Machen wir, kann ja mal einen Störungscounter machen oder sowas. Ich will mal fragen, was die Fehlermeldung da unten hast. Na komm, lieber 96, das ist so ein Problem, aber noch nicht mit dem Ding, das ist ja ein Wahnsinn. Also es liegt nicht am Szenario, das möchte ich jetzt nochmal betonen. Lieber Herr Phil, ich muss natürlich mal fragen, was heißt ST in ZSG? ST ist wahrscheinlich eine Störung, aber was heißt ZSG? Herrgott,
komisch, das ist wirklich schade, dieses Vehikel. Wenn die wirklich aus dem Forum haben, schon weißt du, was mit den Versionen einmal mehr tot gepatcht worden ist, das wäre schade drum. Ich installiere die Lok einmal nicht neu, sondern ich patche die Versionen einfach nur. Entweder ist da wirklich immer irgendein Fehler passiert. Und bei der nächsten Version muss ich den wirklich einmal mal komplett runter und neu rauf. Schöne 1144. Zwei schöne 1144er Mehrzahl. Baureihe 2288 der ÖBB. Vespa. Da knattert einer mit einer gelben Vespa durchs Gelände. Also mit der Schwalbe. Das ist die Lipsi mit der Schwalbe. Ja, Golf GT nehmen wir Bauernhof. Ja, auch noch schön verkehrsrot. Das ist ein Bauner. So, wie gesagt, die Aufgabe ist zum Jom in der Zocke aus dem Forum. Gerne downloaden und nachspielen. Vielleicht mit einer etwas weniger anfälligeren 186er, als wir sie haben. TEC 418532, zweiter Teil auf der RSSRO-Strecke Salzburg-Rosenheim, wie wir gesehen haben. Oh, da vorne ist was Oranges, sehe ich das richtig? Schaltest du nach oben? Ein bisschen bremsen da. Das glaube ich bleibt so. Ein nettes. Leistung aufschalten, weil das, glaube ich, war etwas zu früh gebremst. Nicht zu viel Leistung, also etwas Leistung, mein Schatz. Die Signale ändern ihre Meinung leider nicht.
Was steht denn in Bad Endorf rundum? Oder vielleicht mit einmal eine kleine Signalstörung. Ich kann mich aber nicht wegtappen oder sonst irgendwas. Bob und so nerven mir diese RSSLO-Strecken wirklich richtig. Alles geschaltet ist, alles grün und alles. Ja, das ist wieder mal typisch. Und es waren nicht einmal 500 Hertz Magnet beim Signal aktiv, wenn man ehrlich ist. Gell? Also, das ist schon komisch. So, dann ziehen wir den Eimer mal wieder aus dem Stand weg. Genau, natürlich an der richtigen Stelle, gell? Schöne Steigung und alles, da ist das natürlich richtig lustig. Sag jetzt einfach mal. War ja nicht das erste RSSLO-Streckchen mit Problemen bei Signalen oder so. Also. Na, hier meldet die ankommt. Störung. Bin ja mal gespannt, wo wir mehr in Salzburg ankommen. Aber die Probleme fahrt man jetzt durch, da bin ich da, wo, das hat man jetzt eisern durch. Das lassen wir uns doch von der Lok nicht vermissen. Weder von der Lok noch von der Strecke. Also mir hat jetzt die nächsten 5 Kilometer 100 Mal den Hauptschalter raus, dann... Störung. Einmal? Jetzt fangen wir mal mit an, oder wie? Was haben denn die zwei Schnuppelhäschen heute? Das gibt es doch nicht.
Wenn es irgendwann einmal zumindest dann bergab Richtung Salzburg gehen würde, war es einfach, dann kann man einfach sagen, jetzt lassen wir es rollen. Hui! Erzbomber oder Kohlebomber? Wenn man es halt so blöd bergauf gehen würde, dass man immer wieder mit weniger Leistung ans Ziel kommen würde, was? Wenn ich möchte nicht zu viel Leistung aufschalten, dann darf ich auch gehen. Die lockt das ja wirklich nicht was, wenn sie zu wenig Saft kriegt. Und die Spannung sinkt, dass er dann irgendwann sagt, pah. So, jetzt geht es zumindest mal hinunter. Ich muss jetzt schon laufen lassen, das Schnüppelchen. Sehr schön hier mit Salzburg-Rosenheim. Strecke, die ich glaube ich das erste Mal im Let's Play fahre hier. Darunter dann auch noch wieder lauter gestörte Signale. Das ist ja dann auch eine Kreuzung. Das im Sinne des Erfinders. Dann vorne am Signal einmal kurz in den F9 Monitor nochmal schauen. Zugbeeinflussung. Ist aber nichts vor uns, da ist er. Da ist nix. Weiche gestellt, geht's da durch. Sifa, Zwangsbremsung. Nein. Wie Sie meinen, junger Mann. Ich muss jetzt von dem Tech einmal den zweiten Teil durchspielen, weil es eine mehrtägige,
eine mehrteilige Reihe ist oder so, damit man natürlich auch die anderen Sachen aufhören können. Wie gesagt, gerne Kommentare über ähnliche Probleme bei euch vielleicht einmal an mich zurück. Ist die Strecke wirklich so buggy? Das muss nicht zu nahe an Signal ranwagen, weil. Und jetzt schon tappen, weil sonst sagt er nämlich Wenn die Zeit nämlich abläuft, das ist eine gewisse Zeit ja nur, wenn man sich so ein Signal frei tappt, dass man dann auch drüber fährt, sonst ist die Freigabe ja wieder erloschen. Ja, diese schöne Reihe umfasst ja 5 Teile. Die erste haben wir schon gefahren, das ist die zweite. Kommen ja dann noch die Teile 3, 4 und 5. Ich möchte die Aufgabe gerne fahren. Hoffentlich kann man dabei mal neue Fixes von der Log. Das ist das wirkliche Problem von der etwas älteren Version noch. Nicht zu schnell fahren, weil ich schätze mal, dass der 500 Hertz Magnet da unten, der jetzt gleich kommt, entweder aktiviert ist oder nicht aktiv ist. Ah, der ist aktiv, gut. Ich kann mich aber mit keiner Taste Tab oder Shift, also Steuerung Tab, eine Freigabe anfordern, warum also auch immer. Es geht nicht. Wir werden jetzt aber trotzdem da drüber fahren. Das musst du von der Lok da nicht ärgern oder von der Strecke. Weder von Caltrans noch von RSS. Ist egal, ob es uns Befehl 40 ist. Also ist komisch, weil die Spannung bleibt jetzt wieder gleich. Also, Avenan, oh Gott, er braucht im Moment halt auch nur knapp unter 200, nur 150 Ampere, um die Lok auf Geschwindigkeit zu bringen. Brina am Chiemsee. Oh. Gibt es eigentlich da diese schöne Schmalspurbahn noch oder Schmalspurlok noch in Brina am Chiemsee? Gott, das ist ja schon ewig her, dass ich da gefahren bin. Das ist nicht das, nein, das ist ja irgendwo eine eigenständige Nebenstrecke. Oder muss ich direkt immer noch schon Berlin am Chiemsee? Sehr schöner Ort. Chiemsee überhaupt, also bayerischen Seen, immer eine Reise wert. Chiemsee, Schliersee. Das heißt ja nicht umsonst so, ich hätte gern einen Biersee, so groß wie den Schliersee. Gut, dass du mein Brick erwartet, ich bin da war noch ein kleiner Bub. Schöne kleine Schmalspur-Nebenbahn mit Dampfbetrieb. Offene Waggons. Also Güteklasse, Holzklasse, glaube ich, aber das.
natürlich für Eisenbahn-Enthusiasten ein absolutes Muss. Wer das bringt, Kommentare reinschreiben, bitte, bitte. Ob dazwischen Deutschland und Österreich auch eine Schutzstrecke ist, wo man dann wieder abbügeln muss und System umschalten zum Beispiel. Oh, schön, die Berge, die da kommen jetzt, also, so ist es. Kleines Häuschen im Grünen, ein kleiner Schrebergarten, eigens angelegt, sehr schön. Also so von der Landschaftsausgestaltung muss man sagen, schon langsam lernt RSS ja nur ja ein bisschen. Mit Speisedraht drauf, der rechten, das ist glaube ich Speisedraht, nennt sich das oben rechts, dieses, diese Zusatzleitung. Ne? Oh, Gott sei Dank. So, gut Kilometer fressen. Hier mit 100 dahin gleiten. Brav bleiben, liebe 186er. Oh boy, dran auf Holz klopfen, nicht zu laut sagen, nicht dass, muss mal leise sagen, nicht dass es der Geist im Maschinenraum hat. Jetzt ist ein kleiner Pumuckl hinten im Maschinenraum, der da immer dann irgendwas ausschaltet. Der kleine, machen wir einen elektrischen Kobold, der Pumuckl ist ein Schreinermeister-Kobold, wir brauchen einen Elektromeister-Kobold, der heißt dann anders. Wir kannten jetzt einen Kobold in der E-Log heißen oder sowas. Da bin ich jetzt mal auf ein paar Namensvorschläge gespannt. E-Muckel war jetzt einfach. Statt Pumuckl, E-Muckel, nein. Oder Maschinenmuckel, nein, das, da brauchen wir irgendeinen schönen Namen. Lasst euch was einfallen. Wenn wir Vorschläge kennen, ich mache da sogar Community-Abstimmung dann drüber. Draußen. Ah, ja, ja. Oh, das ist geblieben. Oh, schöner Bund, schön bunt gemischt, ne? Oh, DHL. Dann haben wir noch Mars. Komm, Mars, kauf Nikos. Ah. Ah, kein Maß auf Liga dabei. Tekken. Gut, die haben im ersten Teil gesehen, gell, wenn wir ein Maß dabei gehabt hätten. Schau, da wird ein Kick nach einer Captrain weg dran aus. Oh yes! Brav, der Domi hat wieder mitdenkt. Und eher aus X-Wagen hinten dran. Nein. Die kommen von der Karawankenbahn. Der Domi denkt immer mehr raus. Schöne Captrain weg dran verbaut. Braver Bub.
Es gibt plus 1 auf der nach oben offenen Vectron-Skala. Oh Gott, nicht. Oh. Ich hab gerade was doppelt Oranges vorbei blitzen sehen, da um Tom Wedding. Oh Gott, schon wieder. Da weißt du, das ist das Gegengleis. Obwohl, man soll ja den Abend nicht vor dem Tag loben. Also, man soll ja nicht sagen, man soll niemals nie sagen. Das hat der James Bond ja schon gesagt. Ja, immer noch 55 Kilometer Schnittblick. Den Übergang habe ich aber auch schon zwei oder drei Mal gesehen auf der Strecke. Darf ich euch einmal was Neues einfallen lassen? Da müssen noch mal ein paar neue Ü-Modelle her. Übergangsmodelle. Schöner Lautenzaun dort gewinnen. Was ist denn da? Schon wieder mit, da knattert schon wieder mit der Vespa aneinander. Bum, bum, bum. Und der gelben Hummel. Obwohl für Hummel müssen wir noch ein paar schwarze Streifen aufhören. Das sah wahrscheinlich auch cool aussehen. Eine gelbe Vespa mit Hummellackierung. Ein Hummelmobil. Oh je, es geht schon wieder bergauf. Abschalter festhalten. Ich hoffe, dass die Steigung nicht allzu lang und hoch ist, weil sonst... Jetzt bin ich mal gespannt. Durchhalten, liebe Lok. Sollen wir Wetten abschließen? Jetzt geht es auf 40 Kilonewton, 50, 60. Ui, das ist immer eine schöne Brücke. Auch schon gut angerostete. Boah. 80 Kilonewton. Gelbe Knubbelst oder nehmen wir die Masten. Also ob das jetzt einzelne Strommasten dort und dann nicht irgendwie so ein Ansatz von einem Magneten oder so eine Magnetbasis oder wie nennt man denn diese Dinger? Ich weiß nicht, ob das nicht mehr kommt. Da links jetzt einfach so in die Mitte drin hat. Mehr die an sich unterwegs. Na, jetzt hat. Ich
Zehner Kurven Gelenktaschen lang im Mittelmeer. Das zahlt immer wieder. Einer würde kaufen für einen Liter, einen Liter, beziehungsweise Auflieger, Liter und sonstige Content und Tanktank, Liter, Liter. Fühler auf Velomanie. Den Zugflusstafeln Beauftragten des Kanals würde es natürlich freuen, dass das ordnungsgemäß auch abgeschlossen ist, dass das System. Was haben wir denn jetzt da wieder Lustiges? Oh, umgeschaltet. Ganz was Neues einmal. Bleiben wir doch gleich mal bei den 90. Da ist ein GPA. Da liegt wieder so gelber Knubbel in der Nähe. Ich weiß jetzt nicht, für was das sind. Vielleicht haben die jetzt nicht. Ah, nein, kein Magnet. Trotzdem mal bestätigen das ganze Schnubbelchen da. Schockt mich nicht immer, ihr gelben Monster, ihr orangen Monster. Alles schön auf Grün bleiben. Fahrt und Fahrt erwarten, was anderes wollen wir nicht erwarten. Was anderes mögen wir nicht. Jetzt haben wir genau 44,44 gehabt. Ja, schön. TS Live, kaum sagt man mal, ihr dürft euch andere Konstruktionen für die Überführungen einfallen lassen. Wusch, schon ist anders Brückchen dort. Gleich nochmal. Ja. TS sorgt live für Abwechslung. Schöne Strecke bis Salzburg. Was war das mit den Signalen da vorhin? Man weiß es nicht. Doch ein kleiner Käfer gewinnt, also ein Back. So, gut Dampf mit 206 Rost, glaube ich, unterm Hauball. Ein paar PS. 70.
mehr Kilonewton Schub auf Bremsleistung. Oh oh. Geht sich gut aus mit der 70. Ein bisschen Leistung aufschalten, oder? Ich hoffe, auf 70 hoch. Auf 70, nicht weiter. So. Alles gut. Hoffentlich. Nee, das schaut ja lustig aus. Oh, ein hochgestellter Zwerg. Guten Tag. Traunstein Destination 5. Hier, das schaut direkt immer nach Kurvenübungen aus bei RSS Solo. Traunstein. So, ich da gut durchkommen. So, und danach können wir wieder auf 100 hochbeschleunigen. Oh, viel Verkehrskollege, guten Tag. Halt, so früh. Setzen wir ein zu kleines Messer gleich neu an. Die 90 beschleunigen dürfen, können wir die AFB gleich mal auf 100 hochstellen. Das sind aber schöne Häuser auf der rechten Seite. Schön gemacht hier. Oh, viel Brennholz für den Winter, ja, gut vorgesagt. Ah, ein Flügel für Gras. Das Haus wurde geklont. Schön hier, ja? Sehr, sehr schön. Gut, fertig machen. Wo geht's denn da noch links hin? Die Nebenabzweigungen alle so schön ausgebaut waren, ja, und funktionieren würden und befahrbar wären, das wäre genial. So, ich mag die Leistung immer weiter hoch dran. Im Moment läuft es heute echt gut, gell? Also. Signale uns auch noch gewogen bleiben, die letzten 35 Kilometer. Jetzt haben wir dann gleich 33,33 Kilometer. Die errechnete Zielzeit wird einmal länger. Gut, Taurüssel. Jetzt hier spazieren von Öl, Diesel, Benzin, Kerosin. Wasser.
10 Ankündigungen. Gut. Ne, das kann man nicht sehen, gell, mit dem weißen Punkt daneben oder so, blinzelt das auch so in der Ferne, als wenn das Langsamfahrt hätte sein können. Also Langsamfahrt erwarten. Oder ist es Langsamfahrt erwarten? Nicht. Es waren jetzt wieder die fiesen Sachen, gell? Bergab, dann auch noch wieder langsam fort oder halt erwarten. Ja, ja. Dass du dann wieder so halbe Vollbremsung machen kannst. Wir nähern uns in großen Schritten Salzburg. Gehen wir nach Salzburg-Wels gleich weiter. Oder eine andere Strecke. Das werden wir im dritten Teil dann sehen und uns überraschen lassen. Wollen wir ja nicht die ganze Spannung nehmen. Nicht nachschauen, lasst euch überraschen. E-Bremse zu beachten, beobachten. Schön bei 110 bleiben, das ist gut. Locker keinen Zähler drin, also keinen Verbrauchs- und Rückspeisezähler drin hat, wenn wir es ja bei einigen VR-Loks hier haben. Wo du dann auch sehen kannst, was denn die Lok noch nicht drin hat, gell? Du hast eine Zugbremskraftanzeige, aber leider keine Anzeige, was die Lok so bis jetzt an Strom verbrutzelt hat und was man wieder zurückgespeist hat. Was sind die noch? Das nimmt jeder zu Info und Felder dazwischen. Was ist das? Hat die denn ein bisschen?
In den Lichtschranke kann es nicht sein, weil er auf der anderen Seite kann gehen. Das ist auch wieder so ein Melder oder sowas, so gleisbelegt, gleisfrei, keine Ahnung. Wenn man so ums Eck schaut, dann kommen erst diese zwei Orangen. Dann hat man wieder, oh, Mist, und dann kommen die zwei Grünen. Dann denkst du, ah, cool. Nett. Ja, für die Signale fahren brauchst du nicht mehr Vorsignal. Das siehst du da. Das siehst du noch am Wendelstein um. Eisendorf Destination 3. Rot, rot, rot. Ich glaube, wir haben sogar Weichengrenzzeichen verbaut. Man glaubt es gar nicht bei, dass es so schaut oder so. Seit wann kennen man die Weichengrenze? Man muss direkt auf die anderen Strecken vorher einmal schauen. Die verbauen Weichengrenzzeichen, glaubt es ja nicht. Da ist er ja wieder. Das macht nichts. Fünftes Rad. Schaut jetzt mal, ob es wirklich keine Leistung auf, solange es nach unten geht, also bergab. Weil die Störung war jetzt auch bergab, gell? Ich bremse als mit einer Leistungsaufnahme. Also ich habe keine Ahnung, was das Ding da hat. Durchhalten die letzten 18 Kilometer Schnucki. Sifa. Zwei Minuten schaffen wir jetzt auch noch. Leistung vielleicht 50 Kilonewton. Jetzt nähern wir uns schon langsam Salzburg. Auch eine sehr schöne Stadt.
Wäre noch nicht dort, was Salzburg ist, wirklich auch eine Reise wert. Sehr schöne Altstadt. Schön Sightseeing machen. Gute Lokalitäten, in denen man einkehren kann, Einkehrschwung haben kann, was du schon hast. Die berühmten Salzburger Nockerl probieren. Die Salzburger Mozartkugeln. Die Linzer tun alles was anderes. Ja, ein schöner Bauernhof abgebildet. Mit kleiner Weide für Kühe. Mühe. Glaubt es nicht, jetzt haben wir dann gleich noch 14 Kilometer. So. Schauen wir mal. Nein. Ja. Wenn ich die andere Seite nochmal mache, immer auf der Seite jetzt wieder. Das ist furchtbar. RSS Lomer klingt leiser, gell? Ich hab Spur H0. Ich mag ja noch nicht zu früh was sagen, aber das ist, glaube ich, so eine von den wenigen Strecken, wo bis jetzt noch keine Sudstrecke war. Vielleicht kommt die noch. Das schaut ja doch wieder nach Langsamfahrt aus. Oder wieder nach Halter. Nein, Langsamfahrt. Schön. Durch die Weichen, oh, da steht der Einser Talent. So, spendieren wir mal 50 kN Leistung, falls er Gas geben möchte. Schön. 10 Kilometer noch bis Salzburg. Freilassing Salzburg, 10 Kilometer. Was siehst du da, Tommy? Ja? Da schaut es nicht leer und langweilig aus. Der gute 80, 63 Steuerwagen. Und noch mein Talent 1.
Was schiebt denn an dem Steuerwagen ein Taurüssel? Oh ja, Diesel. Hercules. Oh, Diesel. Zugbeeinflussung. Stromanschluss, Teile da, die haben aber gut. Zugbeeinflussung. Für langsam müssen wir RSSLO einmal loben. Man kann es ja nicht immer nur schimpfen. Ne? Lustig. Jetzt machen wir in Hauptstadt mal selbstständig aus, gell? Das ist der Stromwechsel nach Österreich. Wechsel vom Signalsystem? Ja. Zugbeeinflussung. Wenn ich gleich auskennen, wo man gelandet ist, gell? Das ist ein doppelter Railjet. Andere Signale, andere Oberleitungen. Gut, auch 15 kV System. Störung. Da waren sie wieder, meine drei Probleme, du wirst. Möchtest du mir jetzt die letzten 7 Kilometer auf Salzburg noch ärgern. Ha? Hundert. Durch 6,6 Kilometer noch. Können wir die Lok gleich zum Reparieren bringen und können wir uns fürs nächste Ding was anderes vorspannen lassen. Ey. Ich hätte gerne einen Taurüssel. Oh. Hackhaus. Europara. Stadt, ja, jetzt sind wir schon in der richtigen Richtung. Man muss nicht verfahren, Gott sei Dank. Ich glaube, ab dem Teil hast du es auf Salzburg
willst, bist, kannst du auch schon KI-Zügeln und sowas aufbauen. Doppelt gelb und grün hast aber 40, nicht 60. Ja, jetzt bremsen wir einfach mal ganz gemütlich. Jetzt lassen wir uns an dem Ärger in den letzten 4 Kilometer. Nö, nö. Nix gibt's. Wird schon gut GPO verbaut sein. Ja, und wegen Prometer lassen wir uns jetzt auch nicht ärgern. Dann soll er meckern, der Train Simulator. Achtung, Geschwindigkeitsüberschreitung. Das war mal gerade, dass die Motze dazu wieder aufhängt. Der Motzki wieder motzt. So, den haben sie wahrscheinlich jetzt dann mit Copy und Paste aus der anderen Kachel einfach rauskopiert. Ein Großteil des Bahnhofes gibt es ja bei Salzburg-Wels auch schon mitgeliefert. Das Ski Austria Ding gibt es, glaube ich, auch noch mal geschrieben. Also die Defolierung oder diesen schönen Repaint oder Weltjet gibt es in echt nicht mehr. Der ist auch schon abfoliert worden. Schade drum. Ich finde es immer schön, wenn so schöne farbenfrohe Modelle auf den Schienen unterwegs sind und nicht immer alles in Standardlackierung. Oder? Schöne farbenfrohe Haus. Das ist da, wo das Abschnitt herkommt bei mir aus meinem Trailer. So, wieder 40 mit 40 erwarten, also Langsamfahrt mit. Langsamfahrt erwarten. Man darf natürlich nicht vergessen, das Ganze auch zu bestätigen. Sonst gibt das Ärger. So, und dann fahren wir jetzt einmal die Kurve aus zum Güterbahnhof. Oh, Railcheck gepackt. Abgebügelt. Brücke links oben ist die Ausfahrt, genau. Aus- und Einfahrt links, also in den Personenbahnhof. Rechts, wo wir jetzt wieder drunter fahren, ist die Ausfahrt in den Güterbahnhof.
bekannt von Salzburg Wels. So, Z ist für uns auf alle Fälle mal bestätigen da. Nicht so zu sein, aber uns werden sie auch gleich ein Signal entgegenschmeißen mit Halt erwarten. Sie vor Panik. So, der Hauptschalter hat gehalten. Wir sind da. Da mal gemütlich hin. Zielort erreicht, Szenario abgeschlossen. Brauchen wir nicht immer, nein, wir brauchen ihn nicht immer abparken oder sowas. Das ist doch sehr gut. Ich hoffe, obwohl wir so viele Störungen gehabt haben, dass euch das Szenario trotzdem gefallen hat, wie gesagt. Das liegt nicht am Tommy der Zocker, das ist wahrscheinlich mit Sicherheit nur ein Fehler eben von 186er. Ich verabschiede mich von euch, hoffe, dass euch das Ganze Spaß gemacht hat. Würde mich natürlich freuen, wenn wir uns einen meiner nächsten Videos hier sehen würden bei mir am Kanal. Ich wünsche euch bis dann alles Liebe und Gute und sagt für euch, euer Maverick.